Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute zeige ich euch das Feature Report Aback. Das ist ein neues Feature, bei dem ihr Probleme melden könnt. Also ihr klickt einfach dann hier unten drauf auf Report Aback. Das geht aber nur, wenn ihr euch bei euren Videos befindet. Dann steht jetzt hier, scrollen Sie, bis das Problem sichtbar wird. Klicken Sie dann auf eine beliebige Stelle im Fenster, um einen Screenshot zu erstellen. Also, wenn ihr dann Probleme habt, zum Beispiel, wenn euch Videoantworten fehlen, die einfach nicht angezeigt werden oder so, dann könnt ihr einen Screenshot erstellen. Also, ich mache jetzt mal einen. So. Die Analyse läuft. Jetzt. Und markieren Sie die Seite durch Klicken oder Ziehen, um das Problem hervorzuheben oder persönliche Informationen zu verbergen. So, jetzt könnt ihr jetzt hier, könnt ihr dann markieren. Diese beliebigen Stellen zum Beispiel, was das Problem sein soll. Und dann, hier könnt ihr dann, den Rest könnt ihr dann schwärzen. Und könnt ihr dann schreiben, ja, ich habe das und das Problem. Und dann könnt ihr auf Vorschau klicken. Moment, ich schreibe mir jetzt, ich so, und dann auf Vorschau klicken. Dann seht ihr hier jetzt den Screenshot. Alles andere wurde schwarz gemacht. Und hier jetzt seht ihr dann jetzt das Markierte. So, dann sind hier Zusatzinformationen zu dem Browser und so. Und dann könnt ihr hier direkt auf Senden klicken und dann schaut sich YouTube das Problem an. Und gegebenenfalls wird es dann gesendet. Ich habe kein Problem mit meinen Videos, also muss ich das auch nicht machen. Ich habe das jetzt nur durch Zufall entdeckt. Wie gesagt, in den anderen Videos, wie ich schon erwähnt habe, es wäre sehr hilfreich, wenn YouTube die neuen Features ankündigen würde, sonst weiß man ja nie, was neu ist, und ich hätte das jetzt nicht entdeckt, wenn ich jetzt nicht aus Zufall mal die Sprache umändern wollte, weil ich wollte mal Videos in anderen Ländern anschauen und wollte die Sprache ändern, und dann habe ich das durch Zufall entdeckt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, macht ein Abo. Wenn nicht, behaltet es auf jeden Fall für euch. Das war's und ciao.